Hallo, 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 hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier. Wir haben heute drei neue Goldhelden, wir haben zwei neue NHL Moments Karten und wir müssen auch noch meine Scorebelohnung abholen. Das ist heute der Plan und es gibt noch eine Primetime-Karte, die können wir uns auch nochmal anschauen. Die haben wir selber noch nicht angeschaut, aber die schauen wir uns auch nochmal an. Das ist heute der Plan. So geht's los. Präsentiert das Ganze heute von einem weiteren Trikot vom ERC Ingolstadt. Schon etwas, ja, etwas getragen. Hinten drauf ist die Nummer 23 von Andy McDonald. Ich habe mir dieses Trikot damals bei eBay, glaube ich, bestellt. War einer, ja, nicht mein Lieblingsspieler, aber ich fand ihn immer cool bei Anaheim. Und damit sind wir auch schon bei den Fakten. Also Andy McDonald wurde nie gedraftet, sondern hat aus dem College raus den Sprung in die NHL geschafft. Ist dann 2000 von den Anaheim Ducks ja, verpflichtet worden. War, wie gesagt, kein Draft. Hat dann von 2000 bis 2008 bei den Anaheim Ducks gespielt. In der Lockout-Season 2004, 2005 war der 36 Spiele für den ERC Ingolstadt gemacht und hat da auch 30 Punkte gemacht. Von 2008 bis 2013 war noch bei den St. Louis Blues. Da hat er die letzten Jahre mit Gehirnerschütterung Probleme gehabt und hat deswegen dann seine Karriere früh beendet. Größten Erfolge war, er war beim All-Star Game 2007 der schnellste Skater und er hat den Stanley Cup 2007 mit den Anaheim Ducks gewonnen. Er kommt dann mit den 741 NHL-Spielen auf 524 Punkte, also kein großer Topscorer, aber wir können gerne mal ein Bild von ihm anschauen. Ich sage immer, der Mann ohne Hals war eigentlich, hat, er hat nämlich ja, Schultern und dann kommt ein Stück und es ist dann Kopf und Hals in einem. Aber wie gesagt, ich fand ihn immer ganz cool. Kommen wir zu unserem heutigen Content. Wir haben heute neue Goldhelden. Jetzt habe ich mich schon daran gewöhnt, dass wir Goldhelden haben. Upgrade-Verfahren bleibt wie immer gleich. Ihr braucht den Silberhelden im Endeffekt und neun Icon Collectibles. Dazu sage ich danach auch noch was. Schauen wir uns aber erstmal die Karten an. Also, den Anfang macht von den Vancouver Canucks der 94er Markus Neslund. Ein rechter Flügelspieler, 1,83 groß, 88 Kilo mit dreimal Barragen, dreimal Magier. Also, dieses dreimal muss man sich echt noch gewöhnen. Also erster Blick fällt bei mir auf die Geschwindigkeit und auf die Beschleunigung. Ist bei 89, ist eigentlich nicht gar nicht so gut jetzt im Endeffekt. Für eine 94er Karte, wenn man bedenkt, Barrage macht den Schlagschuss eigentlich fast perfekt. Der Handgelenkschuss ist so gut wie perfekt. Hände sind super. Widerstandsfähigkeit bei 77 ist auch ein bisschen Abturner. Magier ist hier nice to have, weil das Puck und Rolle ist eh bei 99. Das Passen geht nochmal um 4 hoch, ja, oder um 3 hoch. Ist okay soweit. Agilität auf 99. Also auf jeden Fall kein schlechter Spieler, aber ich glaube, ich würde ihn jetzt nicht extra machen. Und dazu noch ein kleiner Tipp im Endeffekt. Wenn ihr also ich würde jetzt nicht den Weg gehen, wenn ihr den Bronzehelden habt, den erst auf Silber abzugraden und dann den Gold-Upgrade zu machen. Ich würde im Auktionshaus gucken, was die Spieler kosten. Also ich glaube, außer Joe Sakic und Guy Lafleur sind die ganzen Silberhelden für alle für 100 bis 200.000 Münzen zu haben, was immer noch billiger ist als erst diese neuen, bei den meisten waren es ja neun dann am Schluss, die neuen Icon Collectibles zu investieren, um eben erstmal den Upgrade auf Silber zu machen und dann nochmal neun, um auf Gold zu gehen. Also da lieber die Münzen investiert und dann direkt den Silberhelden gekauft, falls ihr nicht eh schon das Upgrade schon mal im Laufe der letzten Wochen und Monate gemacht habt. Also Neslund für mich kein Upgrade-Grund. Schauen wir uns den nächsten an, ob das ein Upgrade-Grund ist. Von den Toronto Maple Leafs, der jetzt 94er Eddie Ocek. Ein Center, 1,85 groß, 91 Kilo mit dreimal Funke und dreimal Gladiator. Also mit 91 am Center kann man auch spielen, kann man so spielen lassen. Das war bei dem Silberhelden noch nicht ganz so gut. Jetzt kann er auch am Center spielen. Als Center muss er nicht ganz schnell vom Fleck kommen. Da ist 88 okay. Schuss bei 94 auch, geht er mit dem Gladiator zumindest auf 99. Die Kraft 94 wird nicht besser, sowohl die Genauigkeit vom Handgelenkschuss als auch die Genauigkeit vom Schlagschuss. Da wird dann wirklich nur Barrage oder dann eben auch Balance helfen, damit die Handgelenkschusskraft noch höher wird und der Schlagschuss genauer. Hände sind auch soweit okay, da wäre jetzt wieder Magier besser gewesen. In der eigenen Zone ist natürlich Bombe mit dem Gladiator noch an und mit dem Funken, mit Bodychecken bei 99, Stärke bei 99. Also jemand, der vorm Tor aufräumen kann, auch eine gute Karte, wäre ein Upgrade wert, wenn ihr den Silberhelden habt dazu. Aber wie gesagt, rein von Bronze den Weg nach oben würde ich nicht gehen. Da gibt es dann schon bessere, die man direkt kaufen kann. Und nur dann das alles zu investieren, dafür, dass man die Synergien dreimal hat, in ein paar Wochen, Monaten, wenn die neuen Meisterhelden oder auch die Primetimes, denke ich mal, wenn dann irgendwann den Weg gehen, dass die dann zwei- oder dreimal die Synergie haben, dann macht Sinn, aber also nur deswegen den upzugraden würde ich nicht machen. Ansonsten, wenn ihr den Silbernen schon habt, kann man den auf jeden Fall mit dem Upgrade hier nichts falsch machen. Und den Abschluss der heutigen Goldhelden-Serie macht von den Montreal Canadiens
Jetzt 94er Guy Carbonneau, auch ein Center, 1,80 mit 80 Kilo, dreimal Verteiler, dreimal Wingman. Also 98 am Faceoff ist natürlich geil. Ist halt nur 1,80, ist so der einzige Nachteil, aber die Widerstandsfähigkeit ist dann auch mit dem Verteiler bei 91, kann man so lassen. Der Schuss ist nicht herausragend, die Hände oben steht nur bei 90, also eine zuverlässige Center-Karte, die allerdings nicht die Maße mitbringt, die ich mir von einem Center wünsche. Für einen Flügelspieler ist er mit 95 Beschleunigung und 92 Geschwindigkeit dann zu langsam. Und wenn er 98 am Face-Off hat, dann sollte er auch als Center spielen. Also auch rund um eine gute Karte, aber da würde ich auch dann lieber auf Daryl Sittler, auf Roy Morenz warten, die dann von rein körperlich noch bessere Maße als Center mitbringen. Also auch ich würde Guy Carbonneau, Markus Nelson und Eddie Olczyk nicht upgraden. Wahrscheinlich auch nicht, wenn ich den Bronzehelden nur hätte, dann sowieso nicht. Und wenn ich den Silberhelden hätte, wahrscheinlich jetzt bei denen auch nicht. Dann lieber die Icon Collectors sparen und dann wirklich das Upgrade machen. Wenn dann Spieler kommen, die, wie gesagt, Howie Morenz oder Daryl Sittler, Joe Nieuwendijk oder dann halt weiter natürlich bis Timo Selänne, Wayne Gretzky, das sind dann da, wo ihr eure Icons dann verballern könnt, ohne drüber nachzudenken. Aber so jetzt bei der ersten Serie nix. Und außerdem müsst ihr dann am Dienstag eben schon mit Daryl Sittler und ich weiß gar nicht, wer da noch von den 90ern am Anfang dabei war, die müsst ihr dann auch schon der Upgrade kommen. Also da lieber dann die Icon Collectibles investiert. Jetzt haben wir noch zwei neue Karten. Einen gab es gestern schon, den habe ich wieder nicht gefunden gehabt, aber jetzt ist auch hier im NHL Moments mit drin, nämlich von den Vancouver Canucks, der 88er Ryan Kessler, ein Center, 1,88 groß, 92 Kilo mit zweimal Barrage und zweimal Raser. Also auch mit 94 am Face-Off-Kanal Center spielen, ist auf jeden Fall kein Problem. Die Schussgenauigkeit ist, na gut, ist eine 88er Karte, aber trotzdem ein bisschen gering. Geht dann mit Barrage ein bisschen hoch noch, ist auch eigentlich dringend nötig, genauso wie der Raser, auch wenn er auf die Geschwindigkeit noch geht. Beschleunigung kommt man nicht über 89 raus, wenn er als reiner Sender spielt, ist es okay. Allerdings mit 75 nur Widerstandsfähigkeit ist halt auch nicht so der Bombensender im Endeffekt, also auch eine gute Karte auf jeden Fall für die hinteren Reihen, aber keiner, der wohl jetzt in der ersten Reihe spielt und hier euer Spiel kreieren soll, aber da ist eh... Das soll eh in der ersten Reihe, soll eh Sean Couturier sein, egal in welcher Form auch immer. Und die zweite Karte, die noch rauskam, der kam heute dazu für seinen Kucherov-Move, wie man es so schön nennt, der 92er Nikita Kucherov vom Tampa Bay Lightning, ein rechter Flügelspieler, 1,80 groß, 91 Kilo, mit zweimal Verteiler und zweimal Magier. Schuss auf jeden Fall schon mal gut, Hände sind wirklich herausragend, Magier macht das alles auf 99 hoch. Mit Verteiler geht die Geschwindigkeit auf 94 und 96 Beschleunigung mit dem Funken noch. Also auch eine rundum gute Karte, eben auch um die Synergien zu aktivieren. Aber auch trotzdem, wenn ich jetzt mit dem Vergleich, wer die gleichen Synergien dann irgendwann hat oder aktuell schon hat, ist dann Joe Sakic. Da wäre mir zum Beispiel Joe Sakic eben lieber als dieser Nikita Kucherov. Was aber nicht heißt, dass dieser Kucherov eine schlechte Karte ist. Da haben wir noch eine Primetime, die wir uns auf jeden Fall anschauen können. Die habe ich mir, wie gesagt, selber noch gerade angeschaut, aber die ist auf jeden Fall auch rausgekommen. Und zwar von den San Jose Sharks mal wieder ein Brent Burns. Eigentlich schon zwei Wochen ohne Brent Burns jetzt gewesen, von dem her ist wahrscheinlich mal wieder Zeit worden. Jetzt hier mit 93er, als 93er Version, linker Verteidiger, 1,96 groß, 104 Kilo, mit einem Verteiler und einmal Shutdown. Ja, ihn killt halt immer noch das Skating, auch wenn der Rest wirklich super ist, aber er ist halt einfach noch zu langsam. Wie gesagt, wenn er den da jemand holt, für die linke Seite, holt euch Dougie Hamilton, der sollte vom Preis her in etwa im gleichen Rahmen sein und ist dann natürlich mit paar 90 am Skating, also ein deutlich besserer Skater wie dieser Brent Burns. Und wenn er den nicht kriegt, hier den 93er, es kommen alle zwei Wochen mindestens ein neuer Brent Burns raus. Also keine Ursache. Dann wird es auch schon Zeit, meine Squad-Battle-Belohnungen abzuholen. Die habe ich noch gar nicht geholt. Ich war wieder Elite 1-Rang. Habe jetzt auch schon gespielt. Gegen das Team der Woche habe ich nur noch Verlängerung gewonnen. Da haben mir um die 200 Punkte gefehlt. Aber trotzdem bin ich im Elite 1-Rang. Und da denke ich mal, werde ich auch wieder bleiben. Wenn ich am Wochenende zum Spielen komme, ist noch nicht ganz klar, ob ich da wirklich Zeit dazu habe. Erstmal sammeln wir die Münzen ein. Gibt 17.500 Münzen. Ich habe jetzt gerade auch mal meinen Sean Bellivo auf dem Markt angeboten, weil ich dann eh den Upgrade irgendwann von Joe Nieuwendijk machen will und bis dann soweit ist mit dem Bellivo, deswegen habe ich gedacht, ich verkaufe lieber, habe ihn jetzt für über 400.000 gerade mal reingestellt. Kann ja nicht schaden, wenn man noch ein paar Münzen mehr hat.
So, das Pack lassen wir hier hinten erstmal noch drin, diese 4 Gold oder Icon Collectibles Wahlset, weil wir wissen noch nicht, was morgen rauskommt vom neuen Event. Von dem her heben wir uns lieber mal auf. Ansonsten eben wird es für Darius Hitler genommen. Wir haben 3 Premium Player Packs und wir haben wieder 3 Mega Packs. Jedes Mal, jede Woche ist gleich im Endeffekt 10 Items, alles Goldspieler, mindestens 2x80 plus. Nachdem wir gestern 2 Blake Combos hatten, brauchen wir heute einen Corey Perry oder 2 Corey Perrys. Heute läuft das Spiel auch viel flüssiger. Gestern war es total ewig gedauert, bis die Karten aufgingen. Heute kam noch mal ein Shell-Update. Vielleicht hat es damit was zu tun. So, das Ganze ist natürlich tauschbar. Das heißt, die kann man dann verkaufen. Ah, ich dachte schon mal ein Black Homo, aber ist nur ein Andre Sekera. Also, wie gesagt, gerade die ganzen. Ich kann immer gute Spieler gebrauchen. Ich nehme alles, was ich krieg. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Ja, also gerade die Spieler unter 80, die 79er, lassen sich immer noch gut für 2.000, 3.000 Münzen verkaufen. Da gibt es auf jeden Fall immer noch Geld zu holen. Ah, hier beim Primetime. Okay, ein Goalie. T-Bones haben wir auch schon jede Woche gerade. Victor Hübel muss noch mit dabei sein. Der ist ja auch immer so ein Pflichtkandidat hier. Und ein Spieler von Sparta Prag. Das ist auch so. Ein Muss jede Woche. Charlie McAvoy, mal gucken, ob der morgen im Hood All-Star-Team ist. Ich habe, glaube ich, für ihn abgestimmt. Borna Rendulic, letztes Jahr in Mannheim. Daniel Nurse, den habe ich jetzt, glaube ich, so 8 Mal in meiner Collection oder so. Moritz Seider. Jeff Setkopf, ja, mei. Reine DL hier, DL-Truppe hier unterwegs. So, jetzt haben wir 3 Megapacks, 30 Items, mindestens 15 Goldspiele und davon 4x80 plus. Natürlich droht euch wieder ein Kopfstand, wenn irgendwas Gescheites dabei ist. Aber nachdem wir vor 2 Wochen oder letzte Woche sowas Gutes gezogen haben, wird da die nächsten 5, 12 Wochen nichts kommen. Was war jetzt das gerade? Ja, also ich habe echt von gestern, heute, von Edmonton, glaube ich, das komplette Teambuilding-Set zusammen. Jeff Glass, den kenne ich auch. Ah, nochmal Borna Rendulic, oder ist es sein Bruder? Ich glaube, es ist sein Bruder. Nummer 43. Ryan Chance haben wir auch schon. Reggie Rebels Trikot will natürlich niemand haben. Bomaniosi, Nummer 56. Nummer 85. Ja, Mai. Finnland Trikot. Shai Theodore als 81er, da gibt es natürlich auch schon 5 Generationen besser. Ja, was ist denn noch mit den Trikotnummern los? Ryan Miller, Ristolainen, Vancouver Giants Trikot, Cole Schneider, Bjorkstrand auch in. Ah, 750 Münzen, das ist bisher unser Highlight hier heute. 750 Münzen. Kann ja nicht schaden. Wir machen natürlich erst wieder das Pack hier auf. Oh ja. Nicht vergessen, am 1. April kommt ja dann auch der Upgrade von Sean Couturier, Mark Stone und dem Rest der Fantasy-Truppe. Nummer 90. Mark Howe. Und dann hat der schlechteste von allen. Reeves haben wir auch schon ein paar Mal. Der schaut ganz schön böse. 64 hat man gestern schon. Sieht aus wie die Trikots von den Hasbruckern, okay. 1500 Münzen. Okay, unser Highlight sind 750 und 1500 Münzen. McMaster, Mark Vokes. Eine Goalie-Maske. Ich glaube ja fast, dass für das Upgrade diesmal. Was ist denn heute mit den Mannheimern los? So viele Mannheimer. Ich glaube, dass für das Upgrade von Makar und so diesmal irgendwelche Goalie-Masken. Der Greis. Nummer 6. Nummer 60, hey, also Nummern haben wir heute einiges, echt. Ich glaube, dass für das Upgrade von den Fantasy-Leuten diesmal so Goalie-Masken oder Trainer oder irgendwas gebraucht werden, weil das war letztes Mal auch so unerwartet, von dem wir denken mal, dass da in die Richtung irgendwas kommt. Eric Haula, Lightning-Trikot. Okay. Henrik Kannonen, Prince Albert Ryler. Jetzt habe ich mal gemerkt, wie das für der Verein heißt. Ja, könnte man nie merken. Andrew D'Agostino. Oh, das ist so ein unaussprechbarer. 500 Münzen. Also haben wir schon
über 2.500 Münzen jetzt heute abgestaubt. Das war bisher das Highlight. Wille Riva, einer meiner Lieblingsspiele im NHL 20. Da hatte ich ihn aber als 87er Karte oder so. Ein A. Pajot. Justin Auger. Nein. Da gibt es auch eine Team der Woche Karte, die besser ist. Nummer 65. Ach, warum denn 82er und nicht den 94er? Nein. Karl Klingberg vom EV Zug. Ja, oder Jubel können auch sein. Wir haben keinen Sparta-Prag-Spieler bisher. White Cloud. Und der Regentanz. Also nichts dabei heute im Endeffekt, was man brauchen kann. Gut, ein paar Münzen haben wir gekriegt. Das war so das Highlight. Aber jetzt nichts besonders Gutes. Hat sich hier irgendwas verkauft? Ja, wie gesagt, hier gutes Beispiel. Diese ganzen 79er Spieler, alles was unter 80 ist, die gehen hier teilweise echt gut weg. Hier der 6.300 für so einen 79er Spieler, da würde ich mir nie denken, dass ich da hier mal so viel Geld für so einen Spieler kriege. Aber gut. Ja, 1.500 Münzen ist der beste Spieler gewesen, leider. Das ist, machen wir so. Letztes Mal waren 93er Billy Vaux, diesmal waren es 1.500 Münzen. Aber gut. So, wir werden jetzt noch eine Squad Battle streamen. Tägliche Aufgaben erledige ich nicht mehr, weil da kann ich eh nichts mehr abstauben. Hood Rush bin ich schon fast durch. Da bin ich jetzt kurz vor dem Icon Collectible. Von dem her werden wir jetzt hier noch Meilensteine habe ich auch schon fast alle durch. Da fällen mir noch ein paar Online-Spiele. Die Tore habe ich schon gemacht. Wo waren wir es dann? Ein paar Online-Spiele und die spielen und gewinnen, das fehlt mir noch. Ja, da habe ich erst nicht mal 350 und da muss ich noch ein paar gewinnen. Rest schon alles durch und hier die täglichen Parks noch öffnen. Da geht es auch aufs Ende zu. Da gibt es einen 96er Goldhelden. Da bin ich auch gespannt, was dann da drin ist. Aber ich denke mal, da würde ich den Howie Morenz dann nehmen, den 96er als Gold. So, wir machen noch die eine Squad Battle jetzt hinten nach. Mal kurz das Fenster wechseln. So schaut es besser aus. Dann bin ich auch anders im Bild und ihr könnt es komplett sehen. Machen erstmal einen Refresh. Nicht überall volle Punkte gehabt bisher. Aber mein Gott, wir haben ein 76er Team, 89, 82 und 83. Und natürlich mit dem 76er Team an, immer das Schlechte zuerst. Mit der Lampenknipsersynergie. Mein Team unverändert, habe jetzt eben nur den Bellivo raus. Dafür spielt Joe Nuendike wieder. Habe ich jetzt auch den Gladiator wieder aktiv. Der war jetzt die letzten Tage, ja, beziehungsweise die letzten 60 Spiele nicht aktiv. Damit eben auch jetzt hier bei Cale Makar wieder der Gladiator an. Kann nicht schaden. Ist zwar auch nicht nötig, aber kann auf jeden Fall nicht schaden. Mal gucken, ob es das ein typisches 76er-Team ist, gegen das wir uns schwer tun, oder ob es ein 76er-Team ist, das wir zweistellig abschießen. Das weiß man vorher nie. Im Angriff 79, Verteidigung 79, Tor 70. Das wird sich zeigen. So, auf los geht's wie immer los. Los. Gucken, wie viele Uncheckbare da noch heute dabei sind, welche Meisterleisten der Goalie von denen hier wieder hat, oder nur ein 77er ist oder so. Weiß man ja nie. Na, aktuell sieht es nicht so aus, als wäre ich das 92er Team. Spielt hier wieder extrem sloppy irgendwie. So behäbig und langsam, aber gut. Raus, wir haben keine Zeit. Ja, diese Sachen, die ein menschlicher Spieler nie machen würde, dieses Hin- und Herfahren und teilweise nach hinten fahren. Vielleicht jetzt mal eine Chance.
Warum auch da der Hedman jetzt gerade mit dabei ist vorne, verstehe ich auch nicht ganz. Er fehlt jetzt in der blauen Linie. Haben wir schon wirklich den richtigen Schuss aufs Tor? Ich glaube es nicht, oder? Da ist auch keine Chance dabei. Ja, du bleibst in der verschwindest in der Bande hier gerade was. Und jetzt sind wir da alle schneller wieder Crosby. Was ist denn mal das, wenn dann die 76er Spieler rückwärts schneller sind wie der Lafleur vorwärts, dann weiß man mal, dass irgendwas nicht passt. Oh, das gibt wieder Strafe, natürlich. Und bei meinem Glück ist es eine Spieldauer. Natürlich ist es eine Spieldauer. Wie soll es anders sein? Und damit 5 Minuten Unterzahl. Ja. Oder auch nicht. Seltenes Computerfoul hier. John Dyke bleibt gleich drauf. Jetzt, wo er wieder im Kader ist, will er auch nicht vom Eis runter. Ja, okay, da wollte ich halt überhaupt nicht hin, aber gut. Natürlich. Oh, meine Spieler sind halt so langsam und unbeweglich eigentlich gefühlt. Das war, glaube ich, der erste Schuss, der wo sie wirklich aufs Tor kam. Habe ich schon mal gesagt, dass ich dieses 76er-Team hasse. Ja, jetzt Taylor Hall, der ist der Abstandsschnellste, mit Abstand schnellste, aber auch der ist so langsam dafür, so ein 76er-Verteidiger. Und lauf zu. Oh, der trifft den Puck nicht. Ja, irgendjemand helfen wäre ganz gut. Oder einfach weggehen. Immer noch 4 gegen 4. 19 Sekunden. Danach geht es mit uns mit Unterzahl weiter. Von dem her sollten wir jetzt vielleicht mal ein Tor machen. Shortridge ist sein Tor, wer auch immer das ist. Noch nie gehört. Die letzten Tage lauter so Goalies, wo ich noch nie gehört habe, wo keiner kennt. Bulli gewinnt ist auch so eine Sache. Und die nächste Strafe. Ich habe vorher schon die Bande gebissen, bevor ich überhaupt den Check gesetzt habe. Bullies gewinnen ist halt auch so eine Sache irgendwie. Jetzt 5 gegen 3 Unterzahl. Aber der zu ungenauer Pass. Ich weiß nicht, ich drücke eigentlich dahin, wo ich hin will, aber. Na, irgendjemand dabei? Nee, wir sind bloß zu dritt, von dem ist keiner dabei. Erste Strafe ist abgelaufen. Noch eine halbe Minute, dann sind wir wieder komplett. Außer wir machen vorne eine Strafe. So, jetzt sind wir komplett. Die Lefleur wieder da. Ach, auch schlecht. Normal müsste ich das so dominieren bei so einem Kack-Team. Ja, das ist ein Weg. So wird das so eine 100% Passquote vom Computer nach dem ersten Drittel. Und da kommt ja jedes Tape to Tape. Jetzt mal die Breakchance. Oh, Pfosten. Letzte Null läuft schon im ersten Drittel. Es steht 0:0. Und das ist sogar Schmeichler, weil die haben auch gute Chancen gehabt. Oh, jetzt eine Riesenchance. Schon dreimal vorher Pass gedrückt.
Na, lauf doch zu. 0 zu 0 damit nach dem ersten Drittel. Eieiei. Gegen ein 76er-Team. Schau mal auf die Passquote, sind das ziemlich schon. Oh, nur 89%, was ist denn da los? 6 zu 9 Schüsse. So was habe ich online meistens. Und nicht gegen ein 76er-Team. Ein wenig aggressiver spielen noch. Auch den hält er, der Shortridge. Wieder an dem Pfosten. Und die nächste Strafe. Wen wundert's? Tut mir erneut der Unterzahl. Die guten in Unterzahl. Bis der sich dreht, dauert es schon ewig. Ich glaube, es kommt zurück, Crosby. Ja, ich habe ungefähr eine halbe Stunde vorher schon auf Pokecheck drückt. Da war der Sittler noch auf der Bank, da habe ich schon Pokecheck drückt. Ja, Puck mitnehmen, ja. Das ist auch gar keine Behinderung. Wieder jeder Poke kommt wieder zum Gegner zurück. Aber jetzt mal die Chance aus dem Matthews. Da ist es. Da ist auch Zeit geworden. Austin Matthews mit dem wohlverdienten, ja nicht ganz verdienten 1-0 für die Guten hier. Fast das halbe Spiel rum. Vorderer kam von Viktor Hedman. Ja, wie der mir jeder Bewegung folgen kann, genau. Überhaupt keinen Spielraum. Läuft hier auch niemand frei? Okay, Puck ist auf jeden Fall im Tor, aber waved off. Okay, warum? Schauen, ob die Übertorkamera oder die Hintertorkamera mehr zeigt. Okay, gekickt war er nicht. Den Goalie über den Haufen fand er auch nicht. Aber natürlich zählt es nicht, ist klar. Eieiei, EA Beschiss, Schwindelbude. Lauf doch zu. Ich glaube, es ist vierte oder fünfte. Was machst denn du? Ich glaube, es ist vierte oder fünfte Mal, dass ich die Latte droppe bei dem Spiel. Oh, Strafe. Was ist denn da passiert? Ja, Powerplay. Das ist ja schon mal gut, wenn wir da Bulli gewinnen würden. Das ist ja schon mal so. Ja, gut, wenn wir zu früh zocken, dann natürlich kein Bulli. Uncheckbar wieder. Blue Line, hallo, irgendein Defender da. Wo seid ihr denn alle? Ja, bis jetzt da meiner dasteht, ist natürlich auch der Stürmer, von denen wieder da ist, klar. Also manchmal verstehe ich die Spiele nicht echt. Und dann gibt es wieder so ein 96er-Team, gegen das man dann 14-1 gewinnt oder so.
weil der Computer dann in der letzten Sekunde noch das Tor schießt. Also unser Anspruch ist ja immer, 5 Tore Unterschied zu gewinnen und mindestens 20 Schüsse aufs Tor. Nur dann gibt es volle Punktzahl, aber wenn ich jetzt schon auf die Uhr schaue, noch 4 Minuten im zweiten Drittel, sind wir davon weit weg. Ja, Shortridge hält natürlich einen Hammer von Victor Edmund von der Blauen. Alles klar, da weißt du, wie es läuft. Können auch offensiv kein einziges Face-Off. Ja. Genau, der war late. Mindestens eine halbe Stunde late. Er geht doch hin. Oh, Havusa. Er liegt an dem Trikot. Ich glaube, es liegt an dem Trikot. Merkt jetzt das Trikot nicht mehr an beim Zocken. Ja, die Defensiv-Bullies gewinne ich. Aber offensiv keine Chance. Noch eine Minute Unterzahl. 76er Team, habe ich schon mal gesagt. Und es steht 1 Minute vor Schluss vom zweiten Drittel, 1-0 für mich. Und 4-0 nach Postenschüssen. Och. Wendekreis von einem Panzer. Oh, ist das ein lächerliches Spiel, ey. 1-1 damit. 3,1 Sekunden vor Schluss vom zweiten Drittel. Gegen einen, ich betone nochmal, ein 76er Team. Mal im dritten Drittel ein wenig umstellen. 1-1 nach zwei Dritteln. Schussverhältnis ist 15-8. Vom Drittel, glaube ich, war es 8-6 oder so. Das heißt, die haben zwei Schüsse jetzt gehabt in dem Drittel und davon war einer drin. Das ist EA-Logik. Tor! Sean Couturier. Nee, doch. Da ging es aber auch mal schnell mit dem Trick dann durch. Faceoff gewonnen, dann den Pass hin auf Kale Makar, der gibt zurück. Und dann Couturier allein durch mit dem 2-1 für die Guten. Wieder eigentlich ganz woanders hingepasst, aber gut. Wir führen zumindest. Also volle Punktzahl wird es wahrscheinlich nicht mehr, außer ich schieße noch 12 Tore. Aber ich glaube, ich bin da echt schon froh, wenn ich überhaupt gewinne. Lauf zu. Ja, schon viel früher gepasst. Ist da halt ein Delay drin, echt. Doppelpass auf nicht erfolgreich. Also ich habe den Check gefahren gerade und liegt dann eine halbe Stunde im Drittel da drüben noch. Lauft doch mal jemand sich frei? Wo lauft denn hier hin? Es geht jetzt wieder so lange, bis ich ja Foul mache. Das sehe ich schon kommen. Ja. Sogar mit Ansage. Charging niemals. Wo soll denn nur 1,35 groß ist? Cam Fowler auf und davon. Cam Fowler auf und davon mit dem 3-1 in Unterzahl für die Guten. Muss man erst eine Unterzahl spielen, um ein Tor zu schießen. Wir hatten jetzt alleine in der Unterzahlphase
schon mehr Chancen als im Rest vom Spiel. Schorchwitsch, ich weiß gerade, wie gesagt, wie viele Punkte der hat. Ich denke mal so, wenn es ein 6, wenn es ein 76er Team ist, würde er auch nicht mehr als 75, 76 haben. Wahrscheinlich eher 73er Bronze-Spieler oder so, Silberspieler. Da ist, wer war's? Paul Coffey. Jetzt kommen die Tore dann doch langsam. Vielleicht gehen jetzt die Puste aus. Zumindest 4:1, was aber trotzdem noch echt schmeichelhaft ist. Paul Coffey zum zweiten, zum 5:1, ja. Und am Schluss schaut es dann wieder so deutlich aus und dann dabei hast du das ganze Spiel, warst du am Kämpfen gegen so ein Dreck 76er Team. Es ist wie in echt, am Tag drauf fragt keiner mehr nach der Spielweise, sondern nur nach dem Ergebnis. Na, geh doch hin, beziehungsweise geh doch weg, wenn du liegst auf dem Puck drauf. Sechs zu eins durch Austin Matthews. Auch schon mit seinem zweiten Tor jetzt heute. Jetzt noch der Larmi im Tor. Ich kenne noch den Larbi, aber kein Larmi. War es immer so ein Füller? Ne, es war ein Larmi. Ah, fast. Na gut. War zu offensichtlich. Ja, jetzt haben wir eigentlich schon mal die fünf Tore Vorsprung, was wir haben wollen. Okay, vier Leute gehen auf einen Mann, okay. Und wie gesagt, am Schluss schaut es wieder deutlich aus. Jetzt geht er wechseln. Kann man auch Behinderung geben. Aber aus Wegen der Morenz kommt. Oh, aber der Füller hält alles. Ach. Gehen beide gleichzeitig zum Puck. Und ich krieg die Strafe. Was macht denn der Hetman da vorne? Ja, dann bleibt doch jetzt aber auch vorne. Dann wir sind damit wieder komplett. 2 Minuten vor Schluss. Ach, das war doch kein Foul. Da ist der Herr Wollmann wieder sehr kleinlich heute, echt. Damit 44 Sekunden vor Schluss nochmal Unterzahl. Noch den Puck mit. Sehe ich als Shepard zu da und ich kriege dann doch keine vollen Punktzahl. Wahnsinn, wieder typisches Computertor. Man kommt nicht mehr an den Puck ran, die Checks gehen nicht, die Poke-Checks gehen nicht. Und das Ganze dann wieder 10 Sekunden Verschluss. Deswegen ist eben das, warum ich es eigentlich nicht in Rang 100 schaffe, weil halt
EA dann immer so diese Scheiße auspackt und dann geht eben nichts mehr zusammen. So, Matthews nochmal mit einem Angriff, 12 Sekunden vor Schluss. Aber der Larmi hält. Ach, nehmen wir mal den Goalie raus, ist eh schon wurscht. Empty Net, sechster Feldspieler. Aber jetzt verlieren wir hundertprozentig das Bulli. Egal welchen, ja, egal welchen Konter ich nehme. Das ist auch immer so. Bandenduell gewinnt mir eh keins. Und dann ist die Zeit auch vorbei. Und gewinnen wir mit 6 zu 2, keine vollen Punkte. Oder ein typisches EA-Game. Zwar trotzdem wieder jetzt auf Rang. Wo sind wir denn jetzt? Ja, Rang. Was müssten das sein? Rang um die 35, 25, 35, sowas. Aber das wird sich über Nacht auch noch ändern, wenn der Rest der Welt eben gespielt hat. Gerade in die Kanadier, USA, die kommen ja alle erst dann später dazu. Außer in Australien, die sind schon durch. Wegen der Zeitverzögerung. Wenn wir mal den Goalie anschauen, dieser Shortridge, was der für ein 71er Goalie mit einer fast 74% Safe-Quote, alles klar. Der ist sogar mit einer 100er Safe-Quote. Ja, also wie gesagt, das sind immer diese Spiele, wo man halt dann so am Endeffekt nicht anders spielen darf, aber gut. Das war es jetzt schon wieder von mir heute. Wir haben morgen wieder um kurz nach 10 gibt es einen neuen Event. Da bin ich echt gespannt, was kommt. Da sind die NHL Moments vorbei. Kommt ein neuer Event. Keine Ahnung, was kommen könnte. Die Free Agency ist noch zu bald. Das heißt, was kam noch um die Zeit immer? Es gab immer dieses Winter National 2 noch oder dieses Spring National oder wie das dann hieß. Vielleicht kommt das irgendwann. Ich habe keine Ahnung. Vielen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, schaltet morgen wieder ein. Like meinen Kanal, abonniert meinen Kanal. @NightReset, Gaming steht jetzt auch da unten geschrieben, sehe ich gerade. Und ja, schaut auf YouTube vorbei. Habe ich gestern was hochgeladen. Das Video kommt dann nachher auch noch geschnitten auf YouTube. Und wenn euch was gefällt, nicht gefällt, lasst einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bleibt sauber.